Eigentlich geht es ganz schnell. Tür auf, Tür zu und ab durch die Schultür. Wenn allerdings eine ganze Schule zum Unterrichtsbeginn muss, dann kann es schon mal ein Verkehrschaos geben. Der Landkreis Peine setzt nun aber trotzdem auf Elterntaxis im Kampf gegen Corona. Ja, auch bei uns im Landkreis Peine sind die Elterntaxis nicht beliebt. Das hat sich auch nicht geändert. Wir möchten nur den Eltern eine Entschädigung zahlen dafür, dass sie ihre Kinder zur Schule fahren, weil die Busse sehr voll sind bei uns. Laut einem Polizisten, mit dem wir vor Ort sprechen konnten, sieht es hier sonst ohne Polizei noch chaotischer aus, weshalb das Konzept sehr kritisch gesehen wird. Auch der Schulelternrat kritisiert die Idee des Landkreises. Bisher gibt es jedenfalls erst vereinzelte Anfragen nach der Kilometerpauschale für Elterntaxis. Grundsätzlich ist die Idee, den Verkehr zu entschlacken oder die Busse zu entschlacken, gut gedacht. Aber es ist natürlich total sinnwidrig, die Kinder jetzt mit dem Auto zu bringen, weil die ganze Situation hier schon verkehrsmäßig total beengt ist. Paradox? Im Bus wird auf Abstand geachtet, doch schon in der Schule ist es laut der Eltern damit dann vorbei. Im Moment ist es jetzt noch so, der Landkreis hat Schulcontainer beantragt, die stehen auch schon, sind aber leider noch nicht fertiggestellt. Somit sitzen die Schüler natürlich im Klassenraum auch wieder ganz eng zusammen. Und auch die Peiner Verkehrsgesellschaft ist überhaupt nicht begeistert von der Idee. Die Elterntaxis sind insofern schlecht, dass sie ein Gefahrenpotenzial darstellen. Und bedenken Sie bitte, wir haben 40 Busse in der Spitze. Wenn Sie aus jedem Bus 5 Kinder rausnehmen, haben wir 200 PKWs vor den Schulen. Ich glaube nicht, dass das erstrebenswert ist und ökologisch fragwürdig. Generell fordern die Kritiker der Idee, das tatsächliche Risiko im Bus zu hinterfragen. Denn laut Robert-Koch-Institut ist die Nutzung des ÖPNV verhältnismäßig sicher. Den Vorwurf der Panikmache weist der Landkreis aber zurück. Das ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir möchten das jetzt über Jahre hinaus so machen. Dafür bräuchten wir dann auch dementsprechend politische Beschlüsse. Aber im Moment wollen wir das einfach mal ausprobieren. Wie ist das? Bringt es was, was den ÖPNV angeht, um dort ein bisschen für Entlastung zu sorgen? Und bringt es auch was, gehen die Eltern darauf ein? Einen Monat dauert der Test. Und mit Ausnahme des Kreises scheinen nicht viele davon auszugehen, dass er erfolgreich sein wird.